So, Kotzwerf und ich, wir sind hier beim Bunker angekommen. Ich habe mich da jetzt einfach mal so ein bisschen kurz dahin gemausert, sag ich mal, weil so spannend war der Weg jetzt nicht, dass ich sage, da habt ihr jetzt was verpasst. Jetzt gucken wir aber mal diesen Bunker an, ob der überhaupt was für mein Level ist oder nicht. Ich bin jetzt sehr gespannt, was mich da jetzt erwarten wird und habe auch ein bisschen Schiss. Aber gut. Oh, das ist aber anders als erwartet. Aber ich rede noch nicht mit dir. Oh nee, ist das jetzt dein Ernst? Ah, ich habe Gott sei Dank hier gerade frisch ge. Ich dachte jetzt einfach, ich kann da jetzt erstmal. Ich wollte jetzt einfach nur looten, zu gucken, ob es da irgendwas gibt. Aber gut. Dann mache ich das natürlich nicht, Paladin Brains, wenn du das gleich so als Eindringen in deine Welt siehst. Dann machen wir das ganz herkömmlich. Und dann machen wir jetzt da das gute alte Tür öffne dich Spiel. Und jetzt? Oh, da ist ja jemand. Keinen Schritt weiter, sonst blase ich dir den Schädel Das weg. Hast du gerade noch nicht gesagt. Wer schickt euch? Wie seid ihr hier reingekommen? Bist du Brandis? Was? Wer bist du? Woher kennst du diesen Namen? Ich folgte den Notsignalen, die dein Team zurückgelassen hat. Ihre Holobänder haben mich hierher geführt. Die anderen? Was ist mit ihnen geschehen? Sie sind tot, Paladin. Ich habe ihre Erkennungsmarken mitgenommen. Das hast du? Danke. Keine das Ursache. Das bedeutet mir viel. Ich wollte zu ihnen zurückkehren, musst du wissen. Ich konnte nichts tun, nicht allein. Aber ich hatte gehofft, du hast viel auf dich genommen, um mich zu finden. Ich sollte dir etwas geben. Wenn du wüsstest. Ich habe über die Jahre viel gesammelt. Technologie, Krebskrams. Wenn du was haben willst, nimm es. Ist das alles? Ich lebe allein. Geh den Leuten und Dingen aus dem Weg. Was willst du? Ich könnte dich auch hier schlafen lassen. Ist in Ordnung. Oder? Ist doch was. Ist es doch. Ist nicht viel. Aber wenn du Hunger hast. Sonst habe ich nur noch meine Waffe nein, die brauche ich doch. Ja, die Waffe. Du kannst sie nicht haben. Was hast du die ganze Zeit über gemacht? Ich habe die Gegend erkundet, Dinge entdeckt, aber ich bin ganz allein. Es war einfach zu viel, ein zu großes Risiko. Ich habe mich versteckt, so lang, 3 Jahre. Ja, ungefähr. Zu lang. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich schaff das. Ich versteck mich. Jetzt komm. Und kämpfe gegen jeden und alles. Die Bruderschaft braucht dich, Paladin. Es wird Zeit, sich zurückzumelden. Nein, es gibt kein Zurück. Oh. Nicht für mich. Nicht mehr. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Jetzt Wir kommt. Brauchen dich, Paladin. Nein, es gibt kein Zurück. Nicht für mich. Nicht mehr. Bis später dann. Auf Wiedersehen. Na gut. Und danke. Ja, jetzt kann ich mir hier. Jetzt kann ich ja wenigstens looten. Bier! Wir haben ein Bier gefunden. Alles meins. Übrigens, das ist ganz sicher meiner. Den habe ich ja gleich schon entdeckt, als ich schon mit ihm gesprochen habe. Da tue ich ja gar nicht lang rum. Also nimm einfach, was du brauchst und geh. Ich nehme alles eigentlich. Muss aber sicher sein, dass ich dir richtig viel nehmen werde. Wenn man das gebrauchen kann, fress ich. Aber echt traurig, dass du nicht mitgehst, alter Kerli. Das nehme ich mal mit. Vielleicht will er irgendwas.
Echt nicht viel, was der Kerl hergibt. Bist, da drüben ist ein Bett in der Ecke. Nein, komm jetzt, komm noch mit. Nimm dir, was du brauchst. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Na gut, jetzt habe ich es verstanden. Ich lass dich einfach in Ruhe. Und jetzt gehen wir zurück zum anderen. Ich war hier schon echt fleißig unterwegs, wie man sieht. Also, zack, schnell dann dahin. So ein alter Sturkopf, dass er mitgeht, der hätte ein paar Freunde, können sich austauschen, alles wäre schnieke, schicki, feini, aber nein. Aber der Holzkopf will nicht. Vielleicht holen wir den ja noch nach, das wäre doch schon mal was. Wie gesagt, jetzt erstmal hier rein und Paladin Bescheid geben, was so los ist mit dem anderen Paladin. Paladin scheint jetzt nicht so die Kämpfernaturen zu sein. Der verschachtelt sich da in einem Sicherheitsding, wo man Code braucht und sonstiges. Was hat denn da passieren sollen? Ein bisschen was zu essen holen und das war's dann. Schlechtes Leben. Naja, egal. So, hey. Bist du ja wieder. Gibt es was Neues von der Patrouille? Ich habe meine Untersuchungen zum verschwundenen Team abgeschlossen. Paladin Brandis war der einzige Überlebende. Ich hätte es wissen sollen. Der alte Knacker konnte alles überstehen. Kann er zur Bruderschaft zurückkehren? Zurzeit können wir jede Hilfe gebrauchen. Langfristig? Das ist nicht meine Entscheidung. Er wird auf jeden Fall unter Beobachtung gestellt. Es kann Monate dauern, bis er diensttauglich ist. Müssen wir sonst noch was besprechen? Möchtest du ihre Holobänder haben? Ja, ich nehme sie. Falls wir zurückkehren, sorge ich dafür, dass die Angehörigen die Bänder erhalten. Das ist alles. In Ordnung. Ja. Ich schreibe einen Bericht basierend auf deinen Informationen. Oh. Falls wir zurückkehren, wird die Bruderschaft ihre Erinnerung in Ehren halten. Unter diesen Umständen kann ich dir nicht viel für deine Dienste anbieten. Ich hoffe, super. Ein paar Kronkorken sind ausreichend. Alter. Das ist keine einfache Mission. Du hast dir meinen Respekt verdient, Anwärter. Gut gemacht. Ich habe da so viel verschossen, so viel getan, so viel gemacht und ich krieg ein paar Kronkorken. Eigentlich hast du erschossen, aber naja. Egal. Hey. Hoffentlich bist du bereit, wieder rauszugehen. Es gibt für uns. Ach, halt doch mal die Klappe. Psycho, Stimpak. War das schon immer da gelegen? So. Wie geht's weiter? Was sagen meine Daten? Jetzt muss ich ihm mal da irgendwas Gutes tun. Aber eigentlich gibt es auch noch eine Mission, die ich so bisher noch gar nicht gemacht habe. Und zwar, ich glaube, das hier. Für die Freiheit. Weil nach Diamond City da. Deshalb habe ich, glaube ich, schon recht lang offen. Probieren wir das mal aus, wo uns das noch so hin verschlägt. Weil hier um die anderen kann ich mich immer noch kümmern, aber die Missionen, wo sie mich hinschicken, sind echt harte Nummern. Deswegen schaue ich mal, ob es da nicht von denen noch ein bisschen was Leichteres gibt. Ah, da war ich noch nicht mal. Also dann gehen wir dahin und dann den letzten paar Meter zu Fuß. Diamond City ist zwar jetzt auch nicht so schnucklig, aber mit den besseren Waffen, die ich mittlerweile habe und auch höherem Level, sollte das nicht mehr so anstrengend sein. Wie schon zuvor gewesen. Ist das nicht eine schöne Liege? Da hat man doch richtig Lust drauf, sich mal hinzulegen. Na toll, jetzt ist es dunkel. Ich mag keine Dunkelheit. So, wo muss ich hin? Davor. Ist ja nur eine Frage der Zeit, bis mir die ersten wieder auflauern. Da brennt Licht. Hallo, ist hier jemand? Wenn ja, ich komme in Frieden. Ich will keinem was Böses.
Ich nehme mir nur, was hier so liegt. Und schaue mich mal sonst noch so ein bisschen um, aber könnt alle cool bleiben. Bilderrahmen, Aschenbecher, Lunchbox, Zigarren. Nicht mal hier irgendwo ein Safe. Nee. Ganz schön maue Veranstaltung. Gut, bin wieder raus. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. War nicht toll. Hat mir nicht so gut gefallen hier. Gut, wir gehen da weiter. So. Da oben sind wohl noch ein paar. Wir nehmen erstmal hier von ihm was mit, was mitzunehmen ist. Jetzt verreck endlich. Der sind die aber immer nett. Wie kann ich denn da nicht treffen? So, Nummer 1. Und Nummer 2. Ja, ja, ist ja gut, Kotzwerf. Was hat er noch? Oh, schock mich nicht. Okay. Sprengstoffkiste. Schauen wir mal, was da noch so herkommt. Oh ja, die war leicht. Das wär's. Ja, das wird alles mitgenommen. War das vielleicht aus einem bestimmten Grund abgeschlossen? Nein. Natürlich nicht. Was? Aha. Die ist aber fies, die Falle. Aber die brauche ich nicht, weil ich habe ja meine andere noch. Da hinten ist wieder scheinbar einiges los. Was ist denn? Wo kommt man denn da hin? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber schaut ja alles doch so ein bisschen gleich aus. Ah, Diamond City Sicherheit. Du suchst Diamond City? Folge einfach den Zeichen. Okay. Ich hätte jetzt fast auf den geschossen. Aber dass der hier da auch so marschiert, so ganz entspannt, so als ob es das Normalste der Welt wäre. So, hey, ja, hier. Was ist das Problem? Ist doch alles ganz normal. Die haben sich's auf dem Sofa gemütlich gemacht, bisschen Wein getrunken, bevor die Welt untergegangen ist. Auch nicht schlecht. Spielzeug aus der Edition brauche ich nicht. Folg einfach den Zeichen. Ich sehe kein einziges Zeichen. Aber gut, ich habe ja Gott sei Dank eine Minimap, die mir da stark hilft. Ist hier was drin? Munition nehme ich alternativ immer am liebsten. Na, da wird schon geschossen. So viel zum Thema Zeichen, gell? Oh, das ist auch wieder eine Sicherheitskraft. Auch fast geschossen. Diamond City. Das klingt doch vielversprechend. Hallo. Ich komme in Frieden. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Hier fühle ich mich wohl. Hier schießt keiner auf mich. Das ist doch lieb. Da, der erste Turm, den ich sehe, der nicht auf mich schießt. Warum nicht immer so? So, wo geht's da rein? Mit dem Mr. Nee. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung.
Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Eine Stadt in der Stadt? Du kannst mich nicht einfach aussperren. Los, mach sofort das Tor auf. Ich glaube, sie hört, er hört nicht auf sie. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Ja. Ich bin zwar gerade erst hier angekommen, aber ja. Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hm. Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lappen gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Ja. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Bösartig trifft's wohl ganz gut. Klingt gut. Dann ja. Mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City. Piper, wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Ja, alles klar. Interessiert mich eigentlich gar nicht, was die da unten so labern. Jetzt bin ich echt gespannt, wie die Stadt hier in der Stadt aussieht. Das ist also das berühmte. Oh! Schaut es hier schön aus. Das ist ja cool. Das ist hier in dem Stadion gemacht. Super lässiger Style. Krass cool. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und da sieht man mal, dass es hier im Ödland eben doch noch Leben gibt. Heute ist Halloween, aber kriegen wir was Süßes? Nee, da nehme ich lieber nichts. Ich muss nur mal schauen, wo ich die Piper finde. Ein Neuankömmling, was? Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. With Abbott. Bei der Mauer. Bei der Mauer kann natürlich hier gefühlt auch vieles sein, gell? Aber ich bin echt begeistert von der Optik. Ich werde es bestimmt auch nicht versuchen, hier irgendwo in ein Haus. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns hast. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Wetter? Wir reden weiter, sobald ich mich vorbereitet habe. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts später. Wir reden weiter, sobald ich mich vorbereitet habe. Aha. Gut. Die Zeitung veranstaltet eine ziemliche Show. Wo ist denn jetzt der andere an der Mauer? Schauen, ob er denn überhaupt begibt dich zu Pipers Büro. Dann gehe ich ihr einfach am besten mal nach. Da ist eigentlich so verloren. Lest die Public, dann wisst ihr Bescheid. Aber warte mal, da vorne sagt doch das Mädchen irgendwie auch was von Zeitung. Du brauchst diese Zeitung. Da steht alles drin, was die Öffentlichkeit über das Institut wissen muss. Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Mister? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen suchst du? Nach einem Baby. Es wurde entführt. Ein Baby? Wow, das ist neu. Meistens sind es Erwachsene. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Du bist doch ziemlich schlau.
Gibt es nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt da den Detektiv, Mr. Valentine. Na? Er hat von nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Danke. Du warst mir eine große Hilfe. Denk daran, das Institut ist da draußen. Pass auf dich auf. Vielen Dank, ganz lieb von dir. Also zum Detektiven. Ist das aber nach wie vor auch die... was mache ich jetzt? Juwel des Commonwealths? Ja, machen wir doch mal das weiter. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. So, da, Detektiv. Manchmal muss man sich echt fragen, wird sich denn überhaupt noch jemand... Valentine, Detective. Schauen wir mal, was der Valentine so für uns hat. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Na, super. Moment, wer bist du? Bist du etwa der Detektiv? Ich? Nein, ich bin Nicks Sekretärin. Ich kümmere mich um seine Termine, seine Akten und solche Sachen. Naja, zumindest habe ich das gemacht, aber jetzt ist Nick verschwunden. Und ohne Detektiv trifft sich ja super. Detektei betreiben. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Wer ist dieser Skinny Malone? Bisschen Information. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Naja, das klingt ja nett. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Er ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. So, natürlich darf ich jetzt auch noch den suchen. Ah, wie gerne ich hier was... Naja. Nicht bedienen. Das gibt nur Ärger. Das mögen sie nicht, wenn du klaust. So, also mal schauen, wo mich jetzt mein Radar so hinführt. Das schaut super cool aus. Jetzt soll ich da raus, oder was? Bin ich jetzt hier richtig? Ah, es schaut so aus. Lässig. Sau cool. Fällt mir echt gut. Also ich bin hier super richtig gelaufen. Bin ja selber extrem begeistert. Hey, Cotsworth. Noch ein bisschen Musik. Oh, ich fahre ganz schön weit runter. Jetzt geht er echt in den Vault scheinbar. Aber lustig, dass die dann so einen Aufzug gebaut haben, weil das sind ja nur so massive Aufzüge, wie wir in der ersten, zweiten Folge gesehen haben. Auch der tanzt mit. So. Und schon sind wir angekommen. Ist doch der Eingang. Ist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Ja, ja. Wie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat? Habe ich recht? Ich lasse das mal unkommentiert. Ha. Wo muss ich hin? Ah, ich muss da rüber. Finde Nick Valentine. Also hier, da rein. Okay, alles klar. Dann gehen wir doch mal darüber.
rote Schnur. Weitergehen. Ja, ist ja. Ich mag das nicht, wenn ich nur so angeranzt werde. Was bist du denn? Du schaust ja krass aus. Okay, okay. Ich, meine Jungs, die Mauer und ein paar Geschütztürme sorgen dafür, dass Diamond sind. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal weiter. Okay. Ich habe so ein Gefühl, dass das echt unangenehm werden könnte. Aber mein Gefühl drückt mich in der Regel immer bei dem Spiel. Und dann wollen wir jetzt auch unbedingt auch Nick finden. Stadtbibliothek. Da schaut es doch schon so aus, als ob hier gleich wieder geballert wird. Da oben scheint doch irgendwas zu sein. Aber... Boah, Schock, ich dachte hier, die Puppen wären schon irgendwelche Gegner. Bisher schaut es ja noch ganz ruhig hier aus. Hier lasse ich mal liegen. Wir kommen immer näher dem Bösen. Aber hier war ich schon mal ganz sicher. Hallo, Lupa. Der Boss haben wir gebracht. Ein paar der Schwanenboote sind sogar noch hinter. Was ist denn Level 50? Bist du wahnsinnig? Ja, niemals. Niemals. Kotzwerf ist ein Dummer. Niemand nimmt 35 Raider gerade auseinander, als mich da mit diesem Schwan da anzulegen. So, wir laufen hier noch entlang. Vielleicht kann ich mich da von hinten ein bisschen an die Sache rantasten. Was ist denn da unten los? Schaut jetzt nicht so böse aus. Anwärter. Anwärter. Das ist doch alles so nah. Oder James. Erzähl mal was. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Nee, ist alles toll. Warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Warum fragst du? Denn wenn du solch ein Mensch bist, ist das der richtige Ort, Nächster. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Du klingst hier ganz entlang, klar nach Scientology. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Kein Interesse. Was du auch verkaufst, ich will es nicht. Ich verkaufe nichts, Nächster. Ich verschenke die Geheimnisse nee. Von langem Leben, Glück und Wohlstand. Ich verschenke sie. Danke, was nein. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Keine Chance. Tut mir leid, das zu hören. Ein Nein kann ich aber nicht akzeptieren. Das war so klar. Sobald du die Vorteile des Lebens als Säule erkennst, wirst du bestimmt verstehen, was ich meine. Hallo, Nächster? Hier entlang, Nächster. Nee. Da wird ganz schnell gelaufen. So. Oh. Ich dachte schon, der macht hier gleich Rabatz. Mein Kotzwurf. Aber doch, scheinbar war er mal ausnahmsweise brav. So, wir werden jetzt mal hier noch zu den die letzten paar Meter da hingehen, wo wir hin müssen. Und wie es dann weitergeht, ob ich Sworn nochmal begegne, was ich jetzt nicht hoffe oder was auch immer, seht ihr natürlich dann in der Anschlussfolge. Ich mache super Hangover von Folge zu Folge.
So, wo muss ich da hin? Ah, alles klar. So, also, da sind wir dann schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.